Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 58, 90 und 98. Das ist der Antrag der Abgeordneten Elke Barth, Tobias Eckert, Stefan Krüger, Knut John, Marius Weiß und der Fraktion der SPD. Keine Mieterhöhungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft NH. Das ist der dringliche Antrag Fraktion DIE LINKE, Mieterhöhungen bei der Nassauischen Heimstätte sofort zurücknehmen. Und der dringliche Antrag, Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Investitionen in bezahlbaren Wohnraum sichern. Ich darf die Aussprache öffnen, darf als erster Rednerin der Kollegin Barth für die Fraktion der Sozialdemokraten das Wort erteilen. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Seit einem Jahr nun schon hat sich unser aller Leben dramatisch verändert und für viele Menschen eben auch die wirtschaftliche Situation. Menschen, die noch nie zuvor auf staatliche Hilfen angewiesen waren, stehen plötzlich vor der Existenzfrage. Menschen, die meinten, einen bombensicheren Job zu haben, wie zum Beispiel am Jobmotor Frankfurter Flughafen oder der erfolgsverwöhnten Frankfurter Messe, machen jetzt Kurzarbeit oder der Job ist vielleicht schon weg oder zumindest bedroht. Hotels und Gastronomien, Einzelhandel sind seit Wochen und Monaten schon geschlossen. Manche laufen noch auf Sparflamme weiter. Take-away, Click-and-Collect und die wenigen Geschäftskunden in den Hotels decken kaum die Fixkosten. Fixkosten ist ein gutes Stichwort, denn da wären wir auch schon bei dem heutigen Thema. Es sind nicht nur Menschen mit keinem oder kleinem Einkommen, die derzeit Schwierigkeiten haben, das Geld für die hohen Mieten im Rhein-Main-Gebiet aufzubringen. Nein, es ist eben auch die Mitte der Gesellschaft, in die sich dieser teuflische Virus gefressen hat. Als Wohnungspolitikerin war ich begeistert, wie schnell ABG und NH gleich zu Beginn der Pandemie Mietstundungen angeboten haben, Kündigungen und Mieterhöhungen ausgesetzt haben. So etwas, meine Damen und Herren, zeugt von sozialer Verantwortung. Und so kamen auch andere institutionelle Vermieter gar nicht umhin, diesem guten Beispiel zu folgen. Die Nassauische Heimstätte war Taktgeber, und Taktgeber ist sie leider auch jetzt, nur in die andere Richtung. Die Begründung, weshalb damals Mieterhöhungen ausgesetzt wurden, war, dass die Menschen in der Krise nicht auch noch zusätzlich mit Mieterhöhungen belastet werden sollten. Nicht auch noch damit. Niemand muss wegen der Corona-Pandemie um sein Zuhause fürchten oder sein Geschäft aufgeben, so der leitende Geschäftsführer der NH, Thomas Heim, am 25. März in der Frankfurter Rundschau. Und ich zitiere weiter: Unser Ziel ist es, die durch die tiefen ökonomischen Einschnitte drohenden Folgen für unsere Mieter so weit wie möglich abzumildern. Aber, meine Damen und Herren, gilt das denn jetzt nicht mehr? Was bitte hat sich denn an dieser Begründung verändert? Ich sage es Ihnen, nichts. Im Gegenteil, die Schuldnerberatung, die momentan übrigens telefonisch natürlich enormen Zuspruch haben, sprechen von der Ruhe vor dem Sturm. Viele, die nebenher einen Minijob hatten, Menschen aus Hotellerie und Gastronomie, Menschen in Kurzarbeit, können plötzlich ihre Kredite nicht mehr bedienen. Ersparnisse sind aufgebraucht, und dann flattert einem auch noch eine Mieterhöhung ins Haus. Ja, wir werden jetzt natürlich darüber sprechen, dass man bei der NH erst ab einem Haushaltseinkommen von 63.000 € mehr als 1% Mieterhöhung zahlen muss, wie es 2018 beschlossen wurde. Aber, meine Damen und Herren, das war doch vor Corona. Und dann gibt es auch noch Unklarheit, weil Modernisierungskosten natürlich trotzdem im üblichen Maße auf die Miete umgelegt werden. Und hier scheint die NH in einigen Stadtteilen jetzt volles Programm zu fahren. Und dann ist es auch egal, ob ich meine Mieterhöhung einfach so zahlen muss oder weil, wie in der Adolf-Mirsch-Siedlung in Niederrad, die Heizung, Bäder und Küchen modernisiert und neue Zähler eingebaut werden.
Dieser Gegenwert nutzt einem gerade mal gar nichts, wenn der Haupt- oder der Nebenverdienst weggebrochen ist und man um seine Existenz kämpfen muss, meine Damen und Herren. Und ich glaube auch, dass sich hier so mancher in diesem Raum gar nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Denn, meine Damen und Herren, wir sitzen hier alle wirklich wunderschön im Warmen. Die SPD ist jedenfalls der Meinung, dass Mieterhöhungen, egal aus welchem Grund, modernisierungsbedingt oder regulär, zum jetzigen Zeitpunkt einfach unmoralisch sind. Und wir fordern Sie auf, Herr Staatsminister Al-Wazir, Frau Förster-Heldmann, auch Sie sind im Aufsichtsrat, von der CDU ist sicherlich auch jemand dabei, Ihren Einfluss entsprechend geltend zu machen. Ja, in normalen Zeiten kann man das machen, zu sagen, unter einem Haushaltseinkommen von 63.000 Euro maximal 1% und darüber eben laut Mietpreisbremse bis zu 15%, wobei ich das auch sehr sportlich finde, aber bitte nicht jetzt mit Corona. Nach Aussage der Nassauischen Heimstätte betragen die Mieterhöhungen in der Adolf-Mirsch-Siedlung in Niederrad zwischen 84 und 132 Euro im Monat. Die dortige Mieterinitiative hat sogar errechnet, dass auf Mieter einer 63 Quadratmeter großen Wohnung inklusive monatlicher Vorauszahlung für Heizung und Warmwasser und für die neuen Zähler teilweise Mieterhöhungen bis zu 190 Euro im Monat zukommen. Meine Damen und Herren, das kann doch bitte nicht Ihr Ernst sein, das zum jetzigen Zeitpunkt für gut zu heißen. Das sind über 1.000 Euro im Jahr. 2.000. Und Sie, Frau Förster-Heldmann, werden am 8. Januar noch in der Zeitung zitiert mit: Die NH Wohnstadt handelt auch während der Pandemie sozial vorbildlich und absolut fair gegenüber den MieterInnen. Sorry, das sehen wir wirklich anders. Genauso in der Nordweststadt, wo ebenfalls 400 Mieter zwischen 1 und 15% mehr pro Monat berappen müssen. Meine Damen und Herren, der Mieterbund, die Initiative Mietenwahnsinn Hessen, Caritas, DGB, der gesellschaftliche Druck wird doch immer größer, auch in diesem Bereich. Bitte lassen Sie die Nassauische Heimstätte Ihre Vorbildfunktion, die sie doch im letzten Jahr wirklich eingenommen hat, weiter ausüben und sorgen Sie dafür, dass diese Mieterhöhungen, die wirklich zur Unzeit kommen, zurückgenommen werden. Gerade Frankfurt, der Ballungsraum, ist wirklich schon teuer genug. Erst Montag wieder hat das Maklerhaus JLL Frankfurt als die zweitteuerste Stadt Deutschlands ausgezeichnet. Wir liegen stabil auf Platz 2 hinter München. Und Sie wissen es doch auch, wenn die NH erhöht, erhöhen doch auch andere. So hat im Januar auch die GBO in Offenbach erhöht und andere werden nachziehen, wenn die NH dabei bleibt. Ja, die Durchschnittsmieten der NH sind niedrig, teilweise 6,93 Euro etwa in diesem Bereich. Das geht in Frankfurt wirklich wesentlich teurer. Aber noch einmal, es geht darum, dass jede zusätzliche Mieterhöhung, ja, die ich als Mieter in meinem monatlichen Budget einpreisen muss, dass jede Erhöhung hier einfach für viele Menschen nicht zu stemmen ist. Und ich finde auch die Argumentation für die Mieterhöhung wirklich immer sehr paradox. Man brauche das Geld auch für den Wohnungsneubau. Ja, ist es denn die Aufgabe der Bestandsmieter, den Wohnungsneubau mitzufinanzieren? Ich finde das wirklich nicht. Und noch eins. Wenn Sie übrigens mit Haus und Grund sprechen, so ist es so, dass dort derzeit wirklich die wenigsten Privatvermieter auf die Idee kommen, Mieten zu erhöhen. Hier scheint die Sensibilität für die Krise stärker ausgeprägt. Nehmen Sie sich besser an den fairen Privatvermietern ein Beispiel als an Ihrer, Zitat Frau Förster-Heldmann, tollen Tochter,
Nassauische Heimstätte. Sorgen Sie dafür, dass die Mieterhöhungen wieder gestoppt und bereits erteilte umgehend zurückgenommen werden. Die Menschen dort können das wirklich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Abgeordnete Bolldorf für die Fraktion der AfD. Bitte? Habe ich einen Fehler gemacht? Ja. War das für einen anderen Tagesordnungspunkt? Dann rufe ich auf die Kollegin Heitland für die Fraktion der CDU. Dankeschön. Das ist nett, Herr Vizepräsident. Habe ich gesehen. Herr Vizepräsident, dafür bedanke ich mich ausdrücklich und erwidere das. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Barth, kennen Sie das Gefühl, etwas schon einmal gesehen zu haben, so landläufig als Déjà-vu bekannt? Das Gefühl hatte ich, als ich den Antrag gelesen habe. Der Antrag zur Mietsituation der Nassauischen Heimstätte. Ich muss ehrlich gestehen, ich dachte für einen Moment, es muss ein Irrtum sein. Das haben wir doch gerade abschließend im WVA behandelt. Dann habe ich mir das etwas genauer angeschaut, um dann festzustellen, dass Sie den dritten Punkt des alten Antrags genommen haben, haben das ein Stück weit umformuliert, ein bisschen noch weiter ausgeschmückt. Und ich finde, das kann man machen. Muss man aber nicht. Konstruktive Oppositionsarbeit sieht an der Stelle anders aus. Das ist alter, nein, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade im stark nachgefragten Ballungsraum haben wir doch das Problem, dass bezahlbarer Wohnraum knapp ist. Soweit sind wir ja einig. Und wenn Menschen nun durch Corona-bedingte Betriebsschließungen empfindliche Einkommensverluste erleiden, kann zumindest ohne Hilfe in manchen Fällen die Miete oder die Zahlungsrate an die Bank nicht mehr ohne Weiteres gezahlt werden. Und das hatten wir von Beginn an der Pandemie fest im Blick. Aber, Frau Kollegin, eben nicht nur einseitig mit Blick auf die Mieter, sondern auch mit Blick auf die Vermieterseite. Denn auch die vielen privaten Vermieter haben ihre Verpflichtungen, müssen Finanzierungen bedienen. Und deshalb betrachten wir den Immobilienmarkt ganzheitlich und, ja, und vermeiden damit Dominoeffekte. So, und für die Mieterseite wurden durch umfangreiche Corona-Hilfen das Kurzarbeitergeld oder Subsidiärleistungen wie Wohngeld durch Land und Bund dafür gesorgt, dass es bis auf sehr wenige Ausnahmen, Frau Kollegin Barth, bisher kaum Zahlungsausfälle gab. Aber am Beispiel der Nassauischen Heimstätte zeigt sich, dass gerade mal 0,2% der gesamten Mieteinnahmen wurden von den Mietern als Ausfälle angezeigt. Und auch im jetzigen Lockdown gibt es keinen Anstieg von Mietausfällen, sogar eher noch einen Rückgang von offenen Forderungen. Und das belegen die Zahlen der Nassauischen Heimstätte eindeutig. Sollte aber dann doch Not an Mann sein, tritt die Nassauische Heimstätte direkt mit den Mietern in den Austausch, die ihre Miete nicht bedienen können, um hier individuelle Lösungen zu finden. Und da sind eben auch Mietstundungen möglich. Ja? Aber auch die NHW, ich kürze es jetzt mal ab, muss ihren Wohnungsbestand unterhalten. Ja. Und weiter, da komme ich noch drauf, Frau Kollegin, ich komme noch auf die Erhöhung. So. Genau. Nee, Frau Barth, ich verstehe schon, aber ich glaube, es ist auch so ein Stück weit dem bevorstehenden Kommunalwahlkampf geschuldet. Ja. Also für uns bestimmt nicht. Ja. Es ist doch Ihr Oberbürgermeister, der sich medial in der Presse hinstellt und die NHW kritisiert, und das als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Also ich weiß ja nicht. Gell. Aber
So, jetzt lassen Sie mich aber mal zu den Mieterhöhungen kommen, Frau Barth. Mir läuft nämlich die Zeit davon. So, die Mieterhöhung, die gekommen ist, ist eine ganz moderate Mieterhöhung. Und da wird auch nicht über den Kamm geschoren. Da wird nicht über den Kamm geschoren, da wird differenziert. Schreien Sie mich doch nicht so an. Also. Moment mal, Frau Kollegin Barth. Also, Moment mal. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Heitland. Und Zwischenrufe sind okay, aber es ist nicht okay, wenn dauerhaft zwischengerufen wird. Frau Kollegin Heitland, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Was ich sagen will, hier wird nicht über einen Kamm geschoren, sondern es wird differenziert und ausgewogen. So sind etwaige Mieterhöhungen für Menschen unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze auf maximal 1% im Jahr begrenzt. Und nach dem Hessischen Wohnraumfördergesetz fallen hierunter 50% aller Miethaushalte der NRW. Und selbst bei Mietern mit höherem Einkommen gehört das Mietniveau der nassauischen Heimstätte nach der Erhöhung mit Beträgen, Sie haben es genannt, zwischen 6,96 Euro und 7,24 Euro zu den niedrigsten in Hessen. Und es liegt damit deutlich unter der mittleren Angebotsmiete von 12,10 Euro für eine Standardwohnung in Frankfurt und sogar unter der Durchschnittsmiete der Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG, die nämlich bei 7,72 Euro liegt. Ja. Und deshalb kann ich nicht verstehen, dass Ihr Oberbürgermeister dann solche hanebüchenen Forderungen stellt. So, und jetzt kommen wir mal zum Hintergrund. Ein wesentlicher Kostenfaktor für die Mieter sind doch auch die Nebenkosten. Der Aufsichtsrat der nassauischen Heimstätte hat daher beschlossen, umfassende energetische Sanierungen in den Liegenschaften durchzuführen. Das Land Hessen fördert diese Initiative mit Eigenkapital in Höhe von 200 Millionen €. Und durch die Maßnahmen wird die Energieeffizienz der Wohnungen verbessert, Nebenkosten werden gesenkt, und so können die Mieter auch zusätzlich entlastet werden. Und trotz all diesen guten Prozessen ist natürlich eins nicht von der Hand zu weisen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, die übersteigt das Angebot. Und die einzige sinnvolle Möglichkeit, auf diese Nachfrage zu reagieren und dadurch auch langfristig für stabile Mietpreise zu sorgen, ist bauen, bauen und noch einmal bauen. Wir haben deswegen für diese Legislaturperiode ein dickes Brett gebohrt und 2,2 Milliarden Euro allein der Bekämpfung des Wohnraummangels und der Förderung des Wohnungsbaus gewidmet. Und mit diesen 2,2 Milliarden Euro kann man umgerechnet 22.000 zusätzliche Wohnungen schaffen. Das macht für gut 66.000 Menschen bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen aber nicht nur staatliche Wohnungsbauprogramme. Wir müssen zeitgleich mit gezielten und kräftigen Förderangeboten auch private Investitionen in den sozialen Wohnungsbau begünstigen. Wir brauchen einen Bauboom. Und in diesem Zusammenhang begrüßen wir auch die neuen Förderrichtlinien für den sozialen Wohnungsbau, der ja hier auch schon kritisiert wurde. Dank dieser neuen Regelungen wird es für den Bau von Sozialwohnungen zukünftig deutlich höhere Zuschüsse geben. Und als weiteren Förderschritt übernimmt das Land hier die Zinsen. Bis wir diese Krise überstanden haben, werden wir weiter kluge Lösungskonzepte für die Probleme der Bürgerinnen und Bürger finden. Fakt ist, Bürgerinnen und Bürger in finanziellen Notlagen werden durch die bestehenden Maßnahmen geschützt und entlastet. Und eine gänzliche Aussetzung von Mieterhöhungen auch für höhere Einkommensgruppen ist nach unserer Ansicht nicht sinnvoll und auch nicht sozialdemokratisch. Schließlich brauchen auch Maßnahmen, die die Mieter entlasten, z.B. Investitionen in die Energie, in Energieeffizienz, entsprechende Investitionsmittel. Und ein Sanierungsstau hilft in dieser Situation nicht weiter. Das konnte man in der ehemaligen DDR besichtigen, wie die Bauten da aussahen. Da wurden die Mieten künstlich niedrig gehalten und es wurde nichts investiert. Zusammengefasst kann ich sagen, die Krise ist eine Herausforderung für Mieter. Aber das unschlagbar niedrige Mietniveau der nassauischen Heimstätte sowie die zahlreichen Hilfsangebote von Land und Bund haben dazu geführt, dass statistisch keine wesentlichen Zahlungsausfälle zu beobachten sind. Und für Einzelfälle, ich sage es noch einmal, gibt es individuelle Beratung und Lösungsfindung. Die Einnahmen, die erzielt werden, kommen der Energieeffizienz, dem Klimaschutz und somit auch den Mietern wieder zugute. Und nicht umsonst hat die NRW von Arbeitsminister Hubertus Heil den Nachhaltigkeitspreis verliehen bekommen.
Den Menschen in unserem Land hilft es aber nicht, wenn wir immer und immer wieder mit alten Konzepten und Anträgen uns hier beschäftigen müssen. Und warum Sie in Ihrem Antrag, wie gesagt, ein Einfrieren der Mieten auch für die Besserverdienten plädieren, das kann ich nicht nachvollziehen, und das müssten Sie am Ende selbst beantworten. Alles in allem möchte ich sagen, haben wir jetzt mit unserem Gegenantrag die Sache richtiggestellt, und wir bitten um Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Heitland. Zu einer Zwischenintervention hat sich die Kollegin Barth gemeldet. 2 Minuten Redezeit, und wenn Frau Heitland dann möchte, kann sie erwidern. Frau Kollegin Barth, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Heitland. Da musste ich mich jetzt wirklich direkt mal melden. Die Tatsache, dass Sie heute wirklich nur Ihre übliche Rede zum Wohnungsbau, dass doch eigentlich alles ganz prima läuft und dass wir mehr bauen müssen und dass die Mieten der NH doch eigentlich niedrig sind, am Ende sogar noch über den Wohnungsbau in der DDR gesprochen haben, zeigt, dass Sie nichts, aber auch wirklich gar nichts verstanden haben. Und das finde ich wirklich traurig. Wir reden heute darüber, Herr Bellino, brauche ich mir von Ihnen wirklich nicht sagen lassen. Wir reden heute von Ihnen nicht, von Ihnen nicht, von Ihnen nicht. Die Mieterhöhungen sind moderat, Frau Heitland, haben Sie gesagt. Wir reden hier über Beträge, die teilweise, ich habe Ihnen die Beispiele genannt, die teilweise bis zu 190 € im Monat betragen. Da können Sie doch nicht sagen, dass das moderat ist. Auch wenn ich eine Grundmiete habe von 6,90 €, ja, diesen Betrag habe ich in Zeiten der Pandemie unter Umständen, wenn ich jetzt nicht gerade Abgeordnete im Hessischen Landtag bin, ohne Gehaltseinbußen, habe ich das vielleicht nicht eingeplant. Darüber müssen wir wirklich mal reden. Das habe ich wirklich versucht deutlich zu machen. Es sind nicht nur Geringverdiener. Es ist wirklich die Mittelschicht, die es jetzt getroffen hat. Viele in der Mittelschicht, Geschäftsleute, Sie kriegen doch die Telefonate auch, wenn Sie zu Hause jetzt im Homeoffice sind. Und wenn Sie dann jetzt auch noch rumzackern müssen mit der NH und schauen müssen, ob da eventuell auch noch was möglich ist, lassen Sie doch einfach die Mieterhöhung. Die Leute zahlen ja ihre Mieten, aber erhöhen Sie jetzt einfach die Mieten nicht. Darum möchte ich jetzt wirklich bitten, um etwas mehr Empathie für Menschen in Notlagen und nicht einfach nur die übliche Verteidigungsrhetorik, die Sie jetzt aufgefahren haben. Danke schön. Danke, Frau Kollegin Barth. Frau Kollegin Heitland, möchten Sie erwidern? Frau Kollegin Heitland möchte erwidern. Frau Kollegin Barth, ich lasse mir von Ihnen nicht unterstellen, dass ich nicht empathisch wäre und dass ich kein Verständnis für die Menschen hätte, die im Moment in Notlage geraten sind. Ich kann jetzt die 190 € nicht nachvollziehen, weiß nicht, welche Größe an Wohnung man da haben müsste. Aber auch diese Menschen haben die Möglichkeit, die Anträge zu stellen, und es wird geholfen. Es wird niemand im Regen stehen gelassen. Aber ich sage es noch einmal. Wir sind hier in einem Preisniveau, das ist das niedrigste in Hessen, und es ist einfach natürlich auch eine politische Auseinandersetzung. Sie spielen immer die gleiche Schallplatte, und wir versuchen eben, das Ding so aufzuziehen, dass es am Ende für alle passt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, wenn es marktwirtschaftlich und eben auch sozial verträglich ist. Und beides ist hier der Fall. Danke, Frau Kollegin Heitland. Nächster Redner ist der Abgeordnete Lenders für die Fraktion Die Freien Demokraten. Ich habe gedacht, wir könnten das ein bisschen besser austauschen. Kommt noch. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, auch ich hatte den Eindruck, wie die Kollegen von der CDU, dass
der Antrag ein bisschen den Mietendeckel und die Idee des Mietendeckels der Sozialdemokraten widerspiegelt und jetzt die Corona-Krise sozusagen auch noch einmal zum Anlass nimmt, dieses Thema zu setzen. Aber ich will Ihnen durchaus zugestehen, Frau Barth, dass Sie tief im Thema drin sind. Und ich finde es auch nicht redlich, hier irgendwem irgendwas zu unterstellen. Sie haben die Situation bei der INH gut analysiert und kommen halt zu einem ganz anderen Ergebnis als wir. Oder, das kann ich auch schon mal vorweg sagen, der Antrag von CDU und Grünen, den werden wir mittragen. Da kommen wir halt zu einer anderen Einschätzung. Aber deswegen sollten wir uns jetzt nicht so ideologisch an die Köpfe kriegen. Die Frage ist doch, das Wohnen in Frankfurt ist teuer. Soweit sind wir uns doch alle einig. Ich glaube, es gibt keinen, der das bestreitet. Und meine Damen und Herren, die Freiheit, über seine Einnahmen selbst zu bestimmen, wird dann eben von diesen Mieteinnahmen weggefressen. Und das ist auch etwas, was uns auch sehr beschäftigt. Es ist aber auch richtig, meine Damen und Herren, dass in dieser Corona-Krise bei weitem nicht alle Menschen jetzt große Verdienstausfälle haben. Die gibt es natürlich, das kann man nicht wegdiskutieren. Und dann müssen wir uns das runterbrechen auf das Unternehmen. Denn allein der Mietausfall übrigens, würde ich sagen, ist nicht das alleinige Indiz. Wenn die Miete ausfällt, ist es eigentlich schon sehr spät. Also dann, sage ich mal, da sind Sie schon weit gekommen. Aber es gibt viele Mieter und Mieterinnen, die haben vorher schon Probleme. Und es stimmt, die Nassauische Heimstätte hat dafür ein Forderungsmanagement. Deswegen fällt auch so wenig aus. Ich glaube, da wird die Nassauische Heimstätte ihrer Verantwortung durchaus sehr gerecht. Und Wohngeldempfänger, meine Damen und Herren, bekommen einen Zuschuss, wenn es sich um CO2-Sanierungen handelt. Bitte? Ja, natürlich, es geht auch. Schichten wir doch erstmal ab. Bei den Hartz-IV-Empfängern sind diese Erhöhungen, werden die sozusagen von den staatlichen Stellen übernommen. Also die meinen wir auch nicht. Bei den 617 Wohnungen in Frankfurt, die von diesen Erhöhungen betroffen sind, meine Damen und Herren, da sind 260 fallen dann unter die Mietbegrenzung, die eben schon erwähnt worden sind. Also 260 Wohnungen sind dann schon mal raus. Bleiben also 357 Wohnungen, bei denen die Menschen über 63.000 Euro verdienen. Über 63.000 Euro verdienen, Frau Kollegin Barth. 357 Wohnungen. Sonst hätten die Mieterinnen und Mieter ihren Bedarf auch anmelden können bei der Nassauischen Heimstätte. Also muss ich daraus schließen, dass sie dieses Problem nicht haben. Und meine Damen und Herren, wenn die Forderung der Sozialdemokraten für diese 357 Mittelschicht geschenkt, den können Sie übrigens mal was dann zur Fehlbelegungsabgabe erzählen, wenn Sie ja der große Streiter für die Mittelschicht sind. Meine Damen und Herren, es wäre glaubwürdiger gewesen, wenn die Sozialdemokraten hier in den Haushaltsberatungen dann auch einen Antrag gestellt hätten, wie denn das dann ausgeglichen werden soll bei dem landeseigenen Unternehmen, entweder durch Kapitalerhöhung oder durch Dividendenverzicht. Meine Damen und Herren, wir werden heute den Haushalt verabschieden. Den Antrag der Sozialdemokraten habe ich nicht gesehen. Meine Damen und Herren, nein, aber es hätte es, Herr Schalauske, es hätte es doch glaubwürdiger gemacht. Insofern sind wir uns doch einig. Ich bin auch darum bemüht, eine vernünftige Diskussion zu führen und sachliche Argumente ins Feld zu führen und eben nicht von mir aus auch Kommunalpolitik zu machen. Aber das hilft doch den Mieterinnen und Mietern nicht. Das hilft doch den Mieterinnen und Mietern nicht. Meine Damen und Herren, es geht doch darum, dass wir uns ein Stück weit auch damit beschäftigen, was passiert denn, wenn die Nassauische Heimstätte auf Dauer auf Mieterhöhungen verzichtet. Bis jetzt ist das Unternehmen schon, hängt es sozusagen den Mietentwicklungen im Rhein-Main-Gebiet hinterher. Und auch die These, Frau Barth, die Sie eben hier aufgestellt haben, das wäre ein gutes Beispiel. Ich sage Ihnen einmal, die ABG hat einen Wohnungsbestand in Frankfurt von rund 60.000 Wohnungen, die Nassauische Heimstätte von rund 17.000 Wohnungen.
Wenn Sie den gesamten Wohnungsmarkt sehen, und die Nassauische Heimstätte ist ja bis jetzt auch schon längst am Wohnungsmarkt aktiv, dass davon wirklich ein Marktimpuls, wie Sie es eben unterstellt haben, ein Signal ausgehen soll, wenn die Nassauische Heimstätte auf ihre Mieterhöhungen verzichtet, ist vorsichtig ausgedrückt relativ naiv. Ist relativ naiv. Also, das kann es nun auch nicht sein. Aber was ist denn das Resultat am Ende bei dem Unternehmen, wenn es so bleibt? Am Ende geht die Investitionskraft des Unternehmens verloren. Ich weiß, Herr Schalauske, Frau Barth, das wollen Sie nicht hören. Das ist ein Argument, das kommt bei Ihnen nicht so an. Aber wenn Sie die gleiche Platte singen, dann muss ich das eben auch machen. Wenn Sie jedes Mal das... Also ich habe in meinem Leben immer zur Miete gewohnt. Und ich fand es eigentlich immer sehr schön, wenn die Mieter in der Lage waren, in neue Fenster zu investieren, in eine Heizung zu investieren, dass die Bäder in Ordnung waren. Jeder, der von Ihnen schon mal zur Miete gewohnt hat, weiß, wie unangenehm das ist, wenn Sie die Heizungsventile, uralte Biester da dran sind, die sich nicht mehr regulieren lassen und am Ende der Mieter dann dazu übergeht, dann per Fenster sozusagen zu lüften. Meine Damen und Herren, das lässt sich mit anderen politischen Zielen, die hier immer vertreten werden, überhaupt nicht übereinander bringen. Wenn wir eine vernünftige Substanz beim Mietwohnungsbestand haben wollen, brauchen die Unternehmen auch die Investitionskraft, Frau Kollegin Barth. Ja, das wäre dann eben glaubwürdiger, wenn Sie auch noch einen Haushaltsantrag nebendran gestellt hätten. Dann wäre es alles auch noch irgendwo ein bisschen glaubwürdiger gewesen. Meine Damen und Herren, wir möchten, dass die Unternehmen diese Investitionskraft erhalten, dass wir wirklich auch dazu kommen, einen vernünftigen Wohnungsbestand bei der Nassauischen Heimstätte zu haben, damit ein Unternehmen nicht auf die Idee kommt, irgendwelche Immobilien zu verkaufen, die nicht mehr interessant sind. Ja, Frau Kollegin Barth, auch die Nassauische Heimstätte verkauft nach wie vor Immobilien, und wir reden dann auch von allen anderen Unternehmen, die natürlich dann, wenn eine Immobilie keinen Ertrag mehr abwirft, sich überlegt, was mache ich damit, am Ende abstößt. Und wenn Sie das denklogisch mal zu Ende gehen, diesen Weg, erleben Sie viele Immobilien, die dann Sanierungsfälle sind, die dann auch gerne zu Spekulationsobjekten werden, die Sie so gerne kritisieren, weil am Ende aller Tage bleibt eins übrig, das Grundstück. Und meine Damen und Herren, dann gehen die Spekulationen so richtig los, genau das, was Sie immer kritisieren. Lassen Sie den Unternehmen, vor allen Dingen den öffentlichen, die Investitionskraft, nehmen Sie ihnen den nicht weg, weil damit helfen Sie dem breiten Spektrum an Mieterinnen und Mietern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist die Kollegin Förster-Heldmann. Ja, guten Morgen und sehr geehrter Herr Präsident. Vielen Dank für die anregende Debatte. Viel ist gesagt worden. Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Modernisierungskosten, Mietkosten, vielen Dank für das Wasser. Da geht jetzt einiges durcheinander. Aber erst einmal will ich mal kurz skizzieren, was die Nassauische Heim für uns eigentlich und unsere Anforderungen eigentlich alles machen muss. Über die Dramatik der Corona-Krise haben wir ausführlich gesprochen, mehrere Stunden gestern und heute Morgen auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Tatsache aber ist, und das müssen wir einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, dass sich das im Augenblick in der Mieterschaft weder in der Bauverein AG in Darmstadt, der ich noch verbunden bin, noch bei der Nassauischen Heim niederschlägt. Das ist mal eine Tatsache, die kann man einfach auch nachlesen und nachfragen. Und deswegen die Verquickung mit der Schuldnerberatung, Frau Barth, ist nicht
richtig. Und sie ist vor allen Dingen irreführend, weil die Schuldnerberatung eine ganz andere Klientel an Mieterschaft oder auch an Eigentümern bedient. Sie haben es selbst beschrieben. Bitte deswegen hier an dieser Stelle sauber trennen, weil wir reden ja heute über die Nassauische Heim. Und natürlich können wir auch eine globale oder große Debatte über Wohnungspolitik wieder anfangen. Machen wir ja gerne, und ich schätze auch den Austausch. Aber da bin ich heute auch mal wieder, ich stelle fest, das ist schon mindestens das zweite Mal beim Herrn Lenders, und sage, wir sind uns in der Analyse ja einig, aber in dem, wie wir eine Krise bearbeiten, haben wir unterschiedliche Ansätze. Und da gibt es auch gute Gründe davon. Wir haben ja doch aus der Vergangenheit gelernt. Nehmen Sie mal alte Siedlungen aus den 50er, 60er Jahren, auch das habe ich schon häufiger gebracht. Wenn Sie da sozusagen jetzt mit einer Sanierung anfangen, dann haben Sie ja einen Sanierungsstau, der sich ja über die Miete überhaupt nie mehr erwirtschaften lässt. Und wir haben doch eine Wohnungsbaugesellschaft, die unseren Anforderungen nach jetzt muss ich gerade mal ablesen, die NH muss günstige Wohnungen anbieten. Das ist das Erste und Wichtige. Sie muss an der Seite der Kommunen auch Quartiersentwicklung und Quartiersmanagement betreiben, zumindest da, wo es geht. Das ist in Frankfurt so, das ist auch in anderen Städten so. Ihre Stellung in der Immobilienbranche hat praktisch schon eine politische Wirkung oder soll sie haben, weil sie natürlich zu denen gehört, die gemeinwohlorientiert sind. Und deswegen sind wir ja auch, ich stolz, vielen Dank, dass Sie mich noch einmal zitiert haben, ist die Nassauische Heim und andere Wohnungsbaugesellschaften, die so agieren, wichtig am Markt. Und deswegen brauchen sie auch unsere Unterstützung. Und die Nassauische Heim hat auch die Aufgabe, die Vielfalt unserer Gesellschaft abzubilden. Sie hat die Aufgabe, all das, was sich bei uns gesellschaftlich in den letzten Jahren abgebildet hat, auch in der Mieterschaft abzubilden und diese Möglichkeiten zu öffnen. Und sie hat zusätzlich noch eine andere Aufgabe, nämlich den Standard an der gesellschaftlichen Entwicklung auch anzupassen. Das heißt, den Standard, den andere Wohlhabende, Mittelständler, wer auch immer sozusagen hat, auch im Minimum in den Wohnungen der Nassauischen Heim abzubilden. Weil was ist das denn für eine sozialpolitische Aussage, wenn ich sage, wir hören auf mit der Modernisierung, wir hören auf damit, es muss jetzt alles gedeckelt werden. Das ist nicht das Richtige für diesen Augenblick, weil wir haben gemeinsam festgestellt, gestern in mehreren Reden habe ich es gehört, wir müssen jetzt in der Corona-Krise in die Zukunft investieren. Und wenn wir eins gelernt haben, dann doch das. Wohnungspolitik ist ein langfristiges Geschäft, kein kurzfristiges. Und da werde ich jetzt mal richtig sauer. Im Darmstädter Echo heute kann ich mal meinen Kollegen Oliver Lott, der wahrscheinlich hier nicht so bekannt ist, aber Michael Siebel ist doch hier bekannt, kann ich mal zitieren. Sie sind ja für einen Mietendeckel. Und der Michael Siebel, der ungefähr 20 Jahre, und ich übertreibe nicht, im ehrenamtlichen Vorstand, nicht im Aufsichtsrat, im Vorstand der Bauver, ich nicht, ich war im Aufsichtsrat, er war im Vorstand, das ist ein großer Unterschied. Doch, und er war da und hat nie etwas dafür getan, und das kann ich nachweisen. Und jetzt kommt er trotz seines Fachwissens und fordert den Mietendeckel für die Bauverein AG, sehr wohl wissend, was im Augenblick in Berlin los ist, und sehr wohl wissend, dass das Gerichtsfest überhaupt noch nicht festgestellt ist, ob der wirkt und ob er trägt. Und der Mietendeckel wird, egal wie das Gericht entschieden hat, eine Wahnsinnsauswirkung auf den ganzen Mietmarkt haben. Und dann kommt, der wird auf jeden Fall für negative Wirkungen haben, egal wie er ausgeht. Das ist ja der Witz dabei. Aber um dann mal die Kollegin Heitland aufzugreifen, jetzt vor der Kommunalwahl kurzfristig einen Stich zu machen, kommt man dann mit einer Forderung, und ich unterstelle dem Michael, dass er es besser weiß. So, und da waren wir ja auch schon bei Berlin. Und wenn wir uns Berlin angucken, dann ist die Analyse ja da, dass das auf jeden Fall so ist, wie wir es nicht machen sollten. Wir brauchen eine agile Wohnungspolitik.
Politik. Wir brauchen Investitionen, und wir brauchen Verantwortung für Mieterinnen und Mieter. Und genau das bildet die Nassauische Heim ab, und deswegen braucht sie Unterstützung und keine Gängelung, ausgerechnet der Wohnungsbaugesellschaft, die an der Seite von Kommunen und des Landes Hessen ist. Ausgerechnet da würden wir anfangen zu gängeln. Und was für eine Aufgabe hat sie denn in der Immobilienbranche? Wo sind denn diejenigen, die Sie mit Ihren Postulaten in irgendeiner Weise bekämpfen oder beeinträchtigen wollen? Doch nicht bei der Nassauischen Heim. Über die Mietenhöhe haben wir doch schon gesprochen. Und die Rechnung, die Sie aufgemacht haben mit 190 Euro. Ich habe zwar bei meiner letzten Rede in der letzten Plenarsitzung gesagt, ich habe es nicht so mit den Zahlen, aber so viel rechnen kann ich auch noch, Frau Barth. Also es tut mir leid. Das kann irgendwie nicht zusammengehen. Und wenn wir schon über Modernisierungskosten sprechen, dann muss ich schon einmal feststellen, dass ja auch die Bundesregierung nicht unbedingt Geld geben muss, aber sie obliegt doch der Modernisierungsrate und kann die festlegen, kann sie ja machen. Sie tut es nicht, und ich glaube, sie weiß auch genau, warum. Weil irgendjemand muss es ja auch bezahlen. Und dann will ich damit abschließen. Herr Lenders hat immer gerne in einer Mietwohnung gewohnt. Ich wohne in einer Altbauwohnung, und die ist echt sanierungsbedürftig. Und ich kriege das jetzt quasi Rechnung per Rechnung alles auf den Tisch, was ich in den letzten 20 Jahren versäumt habe, zu sanieren. Und genau so eine Misswirtschaft sollten wir der Nassauischen Heim nicht anbieten. Vielen Dank. Das ist die richtige Arbeitsteilung von Exekutive und Legislative. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sehr höflich gewesen. Wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen, ist mir sehr wohl bewusst. Aber ich komme so schlecht hier raus. Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann.